Hey Leute, es geht weiter mit Kingdoms of Amalur: Reckoning. Wir sind hier im Sternenlager wegen unserem Gruppierungsquest, der weitergeht jenseits des Tellerrandes. Grimm Ohnenweg hat mich gebeten, zum Sonnenlager zu reisen, um weiter für die Reisenden zu arbeiten, während er versucht, die Identität des Hierophanten zu erforschen. Ich werde im Sonnenlager mit der dortigen Anführerin Agine reden, um neue Aufträge zu erhalten. Und das werden wir natürlich jetzt mal tun, so wie immer, denn wir machen immer alles, was uns hier aufgetragen wird. Gehorsam, wie wir sind, wollen wir wissen, was hier wieder passiert. Willkommen im Sonnenlager. Moinsen. So, und da ist sie auch schon. Wir haben also einen Neuankömmling im Sonnenlager. Ich habe Geschichten über eine Reisende gehört, eine wahre Diebin, voller Können und Eifer. Ich nehme an, das seid dann wohl ihr. Eure Ankunft steht unter dem Segen des Hierophanten. Ich hoffe, das wird mein Lager von diesen idiotischen Gerüchten über Grimm Ohnenweg und seinen Kreuzzug ablenken. Ich suche Arbeit. Also gut. Es gibt in diesem Lager schon genug Reisende, die über diesen Grimm Ohnenweg reden. Wir müssen ihnen zeigen, dass noch immer Arbeit wartet. Ihr seid mit unseren Abläufen vertraut. Und wir hier halten den gesegneten Hierophanten in höchsten Ehren. Geht zu dem Schrein im Lager und betet dort, wenn ihr nach Arbeit sucht. Okay, was soll ich machen? Ein wahrhaft armseliger Scherz. Ihr müsst vor dem Schrein des Hierophanten beten. Gesegnet seien die allsehenden Augen unseres Leitsterns. Ja, ja, der Hierophant, unser Freund und Helfer. Es wäre klug von euch, nicht jene zu hinterfragen, die über euch stehen, Kind. Und der Hierophant sollte von niemandem hinterfragt werden. Ja. Der Hierophant schenkt uns Prophezeiung, Vorahnung. Die Reisenden sind blind, doch der Hierophant sieht klar und führt sie zum Wohlstand. Da wirst du dich höchstwahrscheinlich ganz schön irren. Was sagst du denn über die dunklen Gerüchte? Ja, er will offenbar die Traditionen unzähliger Jahre nur wegen seines fehlgeleiteten persönlichen Grolls über den Haufen werfen. Das kann kein gutes Ende nehmen. Sagt Hitomi aus Escaflon. Verschwindet. So. Die ist ein bisschen, sie überschätzt sich da, glaube ich, ein bisschen. Denn der Hierophant wird nicht der Hierophant sein, für den ihn alle halten. Das glaube ich nicht. Deswegen brauchen wir das Ablenkungsmanöver. Und hier geht's hin. Argine hat nach euch gesucht. Da ist der Hierophant. Der Schatten ist also ins Sonnenlager gekommen. Ich habe gesehen, was mit Fassmeer geschehen ist. Welch eine Tragödie. Ein Glück, dass ihr dem entronnen seid. Das erinnert mich an ein Gleichnis der Wüste. Ein Adler, stolz und wild, hörte, dass niemand höher fliegen könne als die Sonne und dass die Sonne alles sehe. So erhob sich der Adler mit seinen gewaltigen Schwingen in die Lüfte, um das Licht der Sonne fernzuhalten. Er konnte zwar nicht das gesamte Licht auslöschen, aber es genügte, um stets einen Schatten auf seine Beute zu werfen. Ich habe gerade wegen der Stimme ja gesagt, Hitomi aus Escaflon. Das ist ja immer die Synchronstimme, die erinnert mich immer so daran. Ich weiß gar nicht, ob ihr den Anime noch kennt, der lief früher, sehr lange ist her, auf Viva. Aber sehr geiler Anime. Sollte man mal gesehen haben, wenn man Animes mag. Das ist was anderes. Aber wegen der Synchronstimme denke ich mir gerade, der Hierophant hat ja dieselbe. Was wäre denn, wenn hinter dem Hierophanten die steht, mit der wir gerade gesprochen haben? Was bedeutet dieses Gleichnis? Ihr meint, wer ist der Adler, wer die Sonne und wer die Beute? Die Lehre eines Gleichnisses liegt im Verständnis des Hörenden. Aber ihr seid gekommen. Nach dem, was über Grimm Ohnenweg und seine lächerlichen Pläne erzählt wird, werde ich derartigen Gehorsam brauchen. Die Reisenden werden erkennen, wer für sie sorgt und wem sie ihre Gedanken widmen sollten. Und eure Arbeit wird dazu dienen, diese Botschaft zu verbreiten. Was soll ich für euch tun? Kommt endlich auf den Punkt. Es fällt mir gerade ein, dass Escaflon nicht auf Viva lief, sondern auf MTV. Ist ja auch egal jetzt. Was soll ich für euch tun? Ihr mögt schon viele Schätze gestohlen haben, doch diesmal werdet ihr den einen stehlen. Den Dietrich des Meisters. Es heißt, er öffne jedes Schloss. Ich habe den Dietrich in einem kleinen Schmuckkästchen gesehen, das sich im Besitz von Eloreen Kriet befindet. Sucht in den Laboratorien von Adessa nach ihr. Erzählt vom Dietrich des Meisters. Er ist ein Artefakt mit gewaltiger Macht, hinter dem alle Diebe und Schurken her sind. Denn es heißt, kein Schloss könne seiner Magie widerstehen. Soll ich sonst noch was wissen? Unklarheit rankt sich um diesen Gegenstand. Er befand sich in Elorens Besitz, doch ist ungewiss, ob sich irgendetwas ereignet hat. Schlagt unverzüglich zu. Diese Angelegenheit wird von einer Art Ungewissheit überschattet.
Ja, na toll. Jetzt sollen wir die Dietriche also stehlen. Das werden wir tun, damit der Herophant denkt, dass wir das auch wie immer einfach machen. Schön ist das ja von Anfang an irgendwie nicht gewesen, jedenfalls nicht für mich. Ich mag diese ganzen Diebesgeschichten nicht. Es sei denn, man stiehlt halt wirklich einem Bösewicht was. Aber so Leuten, die die Sachen einfach nur gerade haben, weiß ich nicht. Die dann so von Besitz zu Besitz einfach gewandert sind, das sind ja dann nicht wirklich die Verbrecher so. Und da ist das für mich was anderes, dann da hinzugehen und das zu stehlen. Das war's. Wir laufen weiter. Fragt mich nicht, warum es immer leicht stockt. Das ist halt so. Das liegt an der Festplatte höchstwahrscheinlich. So, der hat mich entdeckt. Damit hat sich das auch erledigt. Hier liegt noch eine Leiche rum. Weißflocke interessiert uns aber nicht. Wir gehen weiter. Wir hätten natürlich auch Schnellreise machen können, aber ich finde es auch ganz schön, manchmal zu laufen. Und nach Adessa rein laufen tun wir sehr selten. Werden wir wahrscheinlich in diesem Spiel auch nicht mehr wirklich tun. Wir waren jetzt auch oft genug in Adessa. Wir haben schon eine Menge von diesem Spiel gesehen. Wenn nicht sogar fast alles, was man... Noch eine? Zumindest fast alles, was man ausschöpfen kann. Da hinten wohnen wir. Das sehen wir wieder am weißen Häuschen. So... So, hier nochmal eine Runde drehen und dann sind wir auch gleich da, damit wir die Dietriche stehlen können. Mal gucken, ob das reichen wird, hier in den Laboratorien. Verfluchte Truhen. Kann ich dir was noch da geben? Da seid ihr ja wieder. Habt ihr euch entschieden, euch doch an diesen Behälter... Es war mir ein Vergnügen. Ach komm, wir helfen ihm noch mal ein paar Bandruhen aufzumachen. Da seid ihr ja wieder. Habt ihr euch... Sehr gut. Ihr findet sie wieder am selben... Es war mir ein Vergnügen. Wieder am selben Ort, alles klar. Das werden wir machen, wenn wir können. Wir laufen nach oben, irgendwo da wird es sein. Wir müssen nur einmal eine Runde drehen. Haben wir hier noch was, was wir mitnehmen könnten? Nö. Entschuldigt? Eloreen Kriet. Wie verdammt töricht von dir, Eloreen. Oh, ich hatte euch gar nicht bemerkt, Fremde. Ich suche den Dietrich des Meisters. Was? Wovon zum Teufel redet ihr überhaupt? Ich habe nichts derartiges wie einen, sagtet ihr, Dietrich des Meisters? Selbst der einzige Besitz, der mir überhaupt wirklich gehörte, befindet sich nicht mehr in meinen Händen. Aber warum erzähle ich euch das eigentlich? Lasst mich in Frieden. Ich will mich nur unterhalten. Freundlichkeit. Ja, es ist schon viel zu lange her, dass ich mich mit einer freundlichen, anständigen Person unterhalten konnte. Also ich habe diesen Dietrich des Meisters nie besessen. Was ich hatte, war ein merkwürdiges Schmuckkästchen, das sich einfach nicht öffnen ließ. Und dann haben es die Prätorianer beschlagnahmt. Nun verrottet es in der Rüstkammer. Und all das nur, weil sie glauben, ich würde mit jemandem unter einer Decke stecken, den sie nicht mehr unterstützen. Das ist wirklich zu ärgerlich. Sag mal was über Adessa. Es ist der mit Abstand bedeutendste Ort in den Feinlanden. Es beherbergt das gesamte Wissen, die Kultur und die Fortschritte der Gnome. Eloreen Kriet? Ich widme mein Leben der Auswertung der Ergebnisse unserer Experimente und finde heraus, wie sie der Basilika Gnostra nützlich sein können. Das ist meine Pflicht und meine Aufgabe. Wir führen innerhalb und außerhalb der Stadt Experimente durch und sammeln die dabei gewonnenen Informationen. Okay. Ah, wie ihr meint. So, wir sollen jetzt also in die Rüstkammer gehen. Ah, hier ist noch eine... Wenn wir die jetzt aufmachen, dann... Naja, komm, wir gucken mal nach. Man weiß ja nie, was wir auch hier finden. Nix, was wir stehlen wollen. Dann können wir es auch lassen. Hier auch nochmal schauen. Kompendium 5. Ne, mit dem will ich nicht reden. Ins Regal kann ich nicht gehen. Dann geht's wieder raus. Ach, wie praktisch. Können wir natürlich auch so lang. Ist aber wahrscheinlich auch egal. Da sind aber die Bandruhen.
Die sind hier irgendwo unten, ne? Was? Ah, egal. Kümmere ich mich noch drum. Verfluchte Truhen. Kümmere ich mich ein anderes Mal drum. Um die Bandruhen da, die aufzumachen. Ich habe sie gerade gehört. Ich habe aber jetzt keine Lust, die zu suchen. Das machen wir alles, wenn wir hiermit fertig sind. Dann nehmen wir uns die restlichen Sachen vor. Rüstkammer dürfen wir gar nicht, oder was? Man darf hier nicht rein, oder warum war das jetzt Road? Komm, wir dürfen doch alles. Wir sind die Helden von Velsenchi und so. Ihr dürft hier nicht sein. Oh, echt? Ich bin aber trotzdem drin. Was tut ihr hier? Kannst mal sehen. So, verziertes Kästchen. Nicht zu öffnendes Kästchen. An dem Kästchen befindet sich eine Notiz. Ich weiß nicht, ob die das jetzt gemerkt haben. Ja, super. Ihr da, halt! Oh, jetzt muss ich schon wieder Strafe zahlen. Lasst euch ja nicht nochmal dabei erwischen, dass ihr Ärger macht. Voll doof. Bin ich jetzt ins Gefängnis gekommen? Verbrechen gelöscht. So, alles okay wieder. Und er hat mich rausgebracht. Aber ist ja egal, ich habe ja bekommen, was ich will. Passt doch. Ich kann hier immer genug Scheiße bauen und trotzdem mit Geld mich rauskaufen. Fast wie im wirklichen Leben. Nur, dass ich das natürlich nicht tue im wirklichen Leben. Lust auf eine Plauderei? Wo gehe ich jetzt hin? Warum gehe ich jetzt nach da? Es gab Gerüchte über die Geschehnisse im Sandsteingut, mehr aber auch nicht. Ich hoffe, ihr habt gefunden, wonach auch immer ihr dort gesucht habt. Ja. Ja, geht schon. Mach ich ja auch. Ich flüchte, weil ich mache immer nur Blödsinn hier in den Städten. So, jetzt sind wir wieder in Apotüre. Ich dachte, ich soll ihr jetzt das Kästchen bringen. Naja. Inventar. Gegenstände. Ich will mal wissen, was das jetzt ist. Da ist der doofe Wein, den wir auch geklaut haben. Verziertes Kästchen. Eine wunderschön gefertigte Kiste aus einem unerklärlich harten Material. Keine Naht und kein Schlüsselloch sind zu sehen. Doch aus dem Inneren ist etwas zu hören. Aha. Ich mach mal Schnellreise. Und dann sabbeln wir mal mit der Agine. Gucken, was die dazu sagen kann. Jetzt ist Nacht. Das hätte mir natürlich gerade eben mehr geholfen. Dann hätte ich hätte mir auch einen Unsichtbarkeitstrank machen können, aber der wirkt nur so kurz und dann hätte das jetzt voll lange gedauert. Und das finde ich auch doof. Ihr seht aus, als wäret ihr Staub unter euren Füßen. Habe ich gewohnt. Eisen für ihn? Das ist Musik in meinen Ohren. Ich habe kein Eisen für ihn. Schade, ich will ihm immer Eisen geben, aber ich habe nichts, weil ich auch immer alles zerstöre. Da ist sie ja. Genießt den Schatten, Wanderin. Ihr seid zurück mit dem Kästchen und allem? Kästchen sind zwar eigentlich dazu da, geöffnet zu werden, junge Diebin. Aber ich denke, man könnte diese Aufgabe dennoch als abgeschlossen erachten. Wenn sie es denn wäre. Es gibt keine Möglichkeit, dieses Kästchen zu öffnen oder an seinen Inhalt zu gelangen. Wie kann der Dietrich uns davon Nutzen sein? In dieser Notiz wird Gurjan Stebig erwähnt. Er ist bei der Motus Bergbaugesellschaft. Brecht in sein Labor ein, findet diese Arivus-Vorrichtung und nutzt sie, um an den Schlüssel zu kommen. Wie komme ich an den Dietrich ran? Meinen Vermutungen zufolge wurde der Dietrich beschlagnahmt, weil Eloren im Begriff war, ihn Gurjan Stebig zu schicken, einem ausgestoßenen Scholaren. Gurjan scheint über gewisse Mittel zu verfügen, von denen Eloren wohl dachte, sie könnten ihr helfen, an den Dietrich zu kommen. Es geht um ein Gerät, das die Arivus-Vorrichtung genannt wird. Brecht in Gurjans Labor ein, dann könnt ihr den Dietrich mithilfe dieses Geräts aus dem Kästchen holen. Im Namen des Hierophanten. Ja, im Namen des Hierophanten. Lebt wohl. Yay. Kein Ding. So, dann waren wir hier ja auch schon, das ist immer schön. Hallo, kannst du mal, ich will eine Schnellreise machen. Verdammt. Ja, dann nicht. Das hat toll geklappt. Ich muss unten lang, ne? Ja. Das Ruckeln nervt. Ich habe auch schon mal andere Aufnahmeprogramme ausgenutzt, aber die waren auch nicht besser, wie gesagt. Also, es liegt höchstwahrscheinlich an der Festplatte.
Hallo, hallo. Hallo, hallo. Wir gehen raus aus dem Sternlager, raus nach Apotüre und dann rüber zum anderen Ding. Ist ja nicht so weit weg. Ist immer ganz schön eigentlich, wenn es auch mal Nacht ist. Ich habe immer das Gefühl, dass wir von der Nacht immer relativ wenig sehen. So, da kommen wieder die anderen, die Diebe da. Die kommen immer, wenn man da langläuft. Es ist eigentlich echt gut, dass jetzt Nacht ist. Wo denn? Wo soll ich hin? Wo soll ich denn hin? Und finden wir hier noch irgendwas? Kompendium 1. Die will ich nicht lesen. Da ist der andere. Hä? Ist das irgendwie im Keller oder so? Bin ich hier... Stehe ich hier nicht richtig? Ich bin verwirrt. Können wir noch mal runter? Ich glaube, hier im Keller. Ja. Das schließen wir mal auf hier. Gehen wir da mal rein. Weiß gar nicht, ob wir hier schon mal drin waren. Ich glaube, ich wollte mal hier rein, aber ich war hier nicht drin. Oder wir waren hier drin und sind gestorben oder so. Irgendwas habe ich da in Erinnerung. Ja, ich glaube, hier waren wir schon mal. Hier waren wir schon mal. Ich erinnere mich. Ja. Das haben wir geschafft. Oh, hier können wir auch Möbel drehen. Oh, noch einer auf der Seite vielleicht. Was haben wir hier? Nö. Will ich alles nicht. Was haben die für mich dagelassen? Ein bisschen Kohle. Was haben wir hier? Nix. Was muss ich dann machen? Kann ich hier durch? Ja. Das ist schön. Mach mal auf. Ja. Ja, wie viele denn noch? Wie viele Dietriche sollen denn noch dabei bitte draufgehen? Bei Mittel? Wir sind bei Mittel, Leute. Sowas für ein Reparaturkit. So, ich würde jetzt hier gern durch. Kann ich aber nicht. Kann ich nochmal hier drehen? Okay. Na gut. Ging auch so. Da ist noch eine Truhe. Das ist schön. Naja, nehmen wir mal alles mit hier. Sieht gut aus. Da ist ein Labor. Könnten auch ein bisschen experimentieren. Und einen Schicksalstrank machen. Muss ich aber nicht. Können die Fallen entschärfen. Da sollen wir hin. Hier ist Arivos Vorrichtung. Die Arivos Vorrichtung mit den verzierten Kästchen verwenden. Ja. Die Maschine quietscht und zittert, bis sich das verzierte Kästchen auflöst und den Dietrich des Meisters in deinen Händen zurücklässt. Die Magie der Vorrichtung scheint sich jedoch nachteilig auf den Dietrich des Meisters ausgewirkt zu haben. Er ist während des Vorgangs zerbrochen. Solange du keine Ahnung hast, was du da tust, sind die internen Mechanismen des Arivus-Vorrichtings zu komplex, um sie zu verstehen. Um der Sicherheit willen ist es besser, das Gerät in Ruhe zu lassen. Ja. Da können wir wohl dann auch nichts mehr machen. Hm.
Dann gehen wir wieder. Hier im geheimen Keller. Aber ich, ja, so weit waren wir eigentlich nicht gekommen. Wir waren so ein Stückchen und dann sind wir wieder... Irgendwas war dann da und dann habe ich es nicht nochmal, glaube ich, gemacht. Es gab halt keinen Grund, damals hier unten herumzulaufen. Jetzt gab es den schon. Ja, lecker durch die Spinnweben schön laufen. Huch, nee, hier will ich gar nicht hin. Hier geht's raus. So, bevor wir hier angegriffen werden von den anderen, gehen wir wieder ins Sonnenlager. Diesmal laufe ich nicht, diesmal mache ich Schnellreise. Und ich wette, wir haben das hier dann bald auch geschafft. Ich glaube nicht, dass der Gruppierungsquest hier noch ewig läuft. Ich freue mich schon auf die Lösung des Hierophanten. Also ich möchte jetzt schon langsam wissen, was dabei rauskommt. Hm. Du hast nicht genug Platz. Hier geht irgendetwas Sonderbares vor. Der Hierophant hat prophezeit, ihr würdet den Dietrich des Meisters stehlen. Und doch kommt ihr mit dem hier zurück? Ich höre seit Jahren auf unseren Seher. Und er hat immer die Wahrheit gesagt. Immer. Doch dieser Auftrag, dieses Scheitern, bedeutet ein Irrtum. Wie konnte sich der Hierophant nur irren? Aber vergessen wir das. Es gibt eine dringlichere Angelegenheit. Der Hierophant hat eine weitere Aufgabe für euch. Na, was soll ich anfangen? Wo soll ich anfangen? Ihr müsst am Schrein des Hierophanten im Lager beten. Das ist die einzige Möglichkeit, mit unserem Leitstern zu sprechen. Okay. Verschwindet. Sie ist sich unsicher, aber trotzdem verschwindet. Klassische Irreführung. Aha. Habt ihr Bedarf an Schmiedearbeit? Okay. Briente Kall. Es ist schon länger her, dass Argine im Lager war. Ich hoffe, alles ist in Ordnung. Aber entschuldigt, brauchtet ihr etwas aus der Schmiede? Eigentlich wollte ich mit dir nicht reden. Argine starb, Dame. Die Frau ist eine treue Dienerin des Hierophanten und dafür werden wir mit Gewinnen belohnt. Sie und unser Seher wachen über uns alle. Okay. Meine Schmiede ist immer geöffnet. Ihr seht aus, als wäret ihr Staub unter euren Füßen gewohnt. Wärt ihr bereit, einem alten Kessler dabei zu helfen, etwas Eisen zusammenzutragen? Ja, ich habe Eisen für euch. Habe ich Eisen? Nee, das ist doch der andere. Lebt wohl. Wieso denn soll ich damit... Was? Bin verwirrt. Mit ihm soll ich gar nicht reden, ne? Quest. Diebstahl. Muss ich wieder an den Schrein. Das soll ich. Hab schon gedacht so, hä? Das verwirrt mich hier, wenn die gelben Pfeile da sind. Ich öffne das mal und guck nur mal, was da drin ist. Ah, dürfen die behalten. Ist ja kein Set-Teil. Brauchen wir nicht. So, dann beten wir hier mal als nächstes nochmal, denn das soll wer tun. Und dann haben wir vielleicht für den anderen, haben wir demnächst auch mal ein bisschen Eisen für den, oder? Irgendwie. Oder das mache ich offline. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part. Bis dann.